So, die Einsatzregeln kennen wir. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, ich finde es sehr lustig. Guck mal, unsere Arme leuchten, sieht aus wie die Chaos-Handschuhe bei Guild Wars. Und so eine Aufschrift möchte ich auch mal unentdeckt bleiben. Wirklich. Ich finde das echt praktisch. Man kann überall das machen. So, jetzt habe ich hier auf dem Boden stehen. Ach ja, jetzt hier, jetzt hier. Ach, das ist immer so toll. So, da vorne stehen unsere ersten Gegner. Man darf natürlich nicht entdeckt werden, also kann man nicht einfach ausschalten. Deswegen löse ich jetzt hier mal den Alarm aus. Oh, ich meine wir, sorry. So. Aber ich meine, dadurch müsste man doch eigentlich wissen, dass schon einer da ist. Der löst sich ja nicht von alleine aus. Aber naja, die sind halt alle dumm. So, warten wir mal, bis hier unsere Wache rauskommt. So. Ja. Das ging jetzt relativ schnell. Und das geht jetzt auch relativ einfach. Ich habe das früher immer gemacht, dass ich vom Dach ausgegangen bin. Hier oben kann man auch. Aber es hat nie wirklich funktioniert. Und dann habe ich das entdeckt und das fand ich um einiges praktischer. So, jetzt warte ich. Das ist halt auch, dieser weiße Scheinwerfer hier ist eine Kamera. Also wir dürfen uns davon nicht entdecken lassen. Oh, geh mal weg. Wie gesagt, wir wissen nun, wo wir die C4-Sachen anbringen sollen. Der Sicherheitsdienst sucht bereits nach ihm. Der Kontaktmann ist ein Techniker namens Charlie Fryman. Und bevor du fragst, ja, ich vertraue ihm. So, das war. Oh, na wenn das so ist, wo ist er? Er versteckt sich in der Nähe des Serverraums. Wenn der Sicherheitsdienst ihn findet, war's das. So. Gucken wir mal, dass wir da hinten hinkommen. Hep. So. Also, eins kann ich euch sagen, ihr wisst nicht, wie sehr ich mich über diese Mission aufgeregt habe, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich habe da wirklich, glaube ich, 10 Mal gebraucht, bis ich das geschafft habe. Aber zum Glück weiß ich das ja jetzt, wenn ich das mit euch Let's Playe. Und deswegen wird das auch reibungslos klappen. Hoffe ich. Also, ich habe das letztens nochmal selber gespielt, weil ich in das Spiel reinkommen wollte. Da hat das sehr, sehr gut funktioniert. Besser als ich erwartet hätte. Und ich wünsche mir auch, dass das jetzt auch noch so klappt. Oh, jetzt steht da jemand. Jetzt geht er aber nach da. Das ist gut. Oh nein. Uff. Oh, war das knapp. Wenn ich ihm jetzt ein Handy geben kann, wäre es cool. Aber ich wette, der bewegt sich jetzt wieder, wenn ich. Ach, ich ignoriere den jetzt einfach. Und gehe weiter. Ja. Jetzt kann ich hier nicht runterspringen. Gucken wir mal. Da ist ein Aufzug. Wow. Oh, ein Glück. Guck ich mal. Geht das? Ne, klappt nicht. Mal gucken. Wir sind nämlich fast beim zweiten Raum. Oh, ja, puh. Der hat uns nicht gesehen. So. Spring, klettern wir mal hier hoch. Und tada, da ist schon der zweite Raum. Hep. Ja, das lief ja jetzt mal wieder reibungslos. Und es mussten nur drei Personen dran glauben. Glaube ich. Nö, einen hab ich. So. Oh, vielleicht schaffe ich das jetzt direkt. Gucken wir mal. Ah, oh, perfekt. Das lief ja jetzt wie am Schnürchen. Ich bedanke mich. Ich weiß zwar nicht bei wem, aber ist ja auch egal. Es wird dunkel. Und wir sehen mal wieder Bilder an den Bisher Wänden. war Thord Ekelon immer gleichbedeutend mit dem Wort Wahrheit. Auch nach all dem, was geschehen war, hielt er daran fest. Aber jetzt kam er zurück, als Jäger, als Feind. Als das Einzige, was er sich nie hatte vorstellen können. Und das Seltsame daran? Es war ihm vorherbestimmt.
Okay, wie oft dreht er sich jetzt hier noch? Oh, das sind wahrscheinlich Vergangenheitsszenen, denke ich mal. Ah, der Gong war da. Ja, geht doch. Ah, ein sehr schöner Raum. Eine sehr schöne große Eingangshalle. Und draußen, ich glaube, da regnet. Also, das sieht man an den Fenstern, finde ich auch super schön gemacht. Und hier dieses Zeichen, eine riesige Kralle. Und da sitzt eine Sekretärin, mit der sprechen wir doch mal. Tut mir leid, die Büros wurden für Wartungsarbeiten geschlossen. Versuchen Sie es morgen nochmal. Mir egal, ich komme hier trotzdem rein. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Mir egal. Mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher, hab ihm mal gearbeitet. Dam, dam, dam. Sicherheitsalarm. Hauptstrom ausgefallen. Notstrom verfügbar. In 5, 4, 3, 2, 1. Das ist etwas 0. Doof. Die Sicherheitstüren werden geschlossen. Ah, ich bin zu blöd zum Zielen. Ah! Oh, so. So, geht doch. Jetzt müssen wir uns beeilen, weil hinten werden die Türen geschlossen. Wow. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir uns hier beeilen. Willkommen zurück, Fischer! Du kannst dich nicht verstecken! So, weil sonst gehen die Türen hier zu. Tu dies. So, gucken wir mal. Und beeilen wir uns, dass wir uns da durchkommen. Ah, oh, geschafft. Super. Und ab geht's nach hier unten. Hep. Freeman hat mir seine Position übermittelt. Er wartet irgendwo in einem Büro beim Serverraum. Verstehe. Oh. Oh, das läuft ja richtig perfekt heute hier. Keinerlei Kontakt, alles sauber. So. Na, wer sagt's denn? Geht doch. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt auch noch gut. Wenn nicht, ist es eh zu spät, weil ich habe bemerkt, dass in meinem letzten Video, dass ich da sehr stark geatmet habe, dass man das sehr gehört hat. Und ich habe das Mikro jetzt etwas hoch gemacht. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. So, weiter geht's. Man hört hier alles so schallmäßig. Ja, geht doch. So. Keine Spur. So. Autsch. Okay. Gucken wir doch mal, wo wir entlang müssen. Sperrraum. Dick fett geschrieben. Oh, da hat fast jemand gesehen. Okay, mal gucken, wie wir jetzt hier hinkommen. Ah, Hilfe. Komm du nur um die Ecke. Och, mach ich einfach so. Das war doch mal easy by going. Das wirst du noch bereuen, Freund. So. Einer weniger. Oh nein. Oh nein. Oh. Puh. Hey, wieso kann ich mich nicht bewegen? Was? Hey. Ah, geht doch. Oh. Nein. Nein, jetzt hat die Kamera mich entdeckt. Mist. Kann er hochspringen? Ich sehe es gerade. Kein Kontakt mit Fischer. Wiederhole, kein Kontakt. Ah. Der Mistkerl hat es immer noch drauf. Ja. Hey, ich bin nicht alt. Ich bin gerade mal 16. Na okay, wie alt der hier ist, weiß ich jetzt nicht. Wo ist denn der jetzt? Hm. Schön, Arschloch. Ganz wie du willst. Pass gut auf. Keine Spur von Fischer. Wir müssen ihn umlegen, bevor Colonel Reed uns umlegt. Hey, das sind echt meist eine Beleidigung. So, das hast du jetzt davon. Keine Manieren haben die hier, echt mal. Der kann auch nicht weit weg sein. Oho. So, mal gucken. Ach, da steht jemand, hallo. Oh. Einer weniger. Und wer wartet da hinten? Ah, komm schon.
Komm schon. Dahin! Oh. Und der da. Na. Und der hier. Ja, geht doch. So. Hat echt lange gedauert. Oh nö, jetzt ist hier wieder eine Kamera. Nein! Gibt's doch nicht. Puh. Ich glaube, hier ist nichts passiert. Ah, springen. Ich finde das praktisch. Hier sind immer so Schächte, wo man so oben drüber kann. Das erleichtert einem die Arbeit. Ich glaube, hier ist aber auch gar kein Gegner mehr. Ja, ich schalte jetzt einfach mal die... So. So, geht doch. Man darf ja jetzt auch wieder entdeckt werden. Das ist ja kein Problem. Und da ist das Serverbüro. Und da ist auch unser Typ. Von dem bekommen wir ja irgendwas. Ich weiß es schon, aber ich sag nichts. Nein, ich bin Manfred. Hey, sind Sie Freeman? Ja. Ja. Sie sind Fischer, ja? Anna hat mir gesagt, dass Sie kommen. Ich war ein großer Fan von Ihnen, als Sie hier gearbeitet haben. Ein sehr großer Fan. Boah. Und was haben Sie für mich? Ich hab das. Ein UHF-Sonar-Sichtgerät. Besser als das Zeug, das Sie den neuen Splinter Cells geben. Setzen Sie mal auf. Juhu. Yeah. Wie ein Nachtsichtgerät. Durch Wände und was weiß ich nicht alles sehen. Gar nicht übel. Hab es modifiziert. Es macht jetzt die Lasergitter des Sicherheitssystems sichtbar. Wenn sie einen Strahl passieren, zielt ein Turm auf die entsprechende Stelle. Hab ich so programmiert, sorry. Und noch was. Die richtig guten Jungs haben auch so ein Zeug. Wenn sie die sehen können, können die sie vermutlich auch sehen. Danke. Sie sollten jetzt lieber abhauen. Ich schaff das. Ich sag den Wachen einfach, dass ich auf dem Klo gelesen habe. Die bringe ich dann zurück in mein Büro. Dann sag den. Dann sag dir mal, dass du auf dem Klo gelesen hast. Viel Spaß dabei. So. Okay. Wir sehen uns dann. Oh, Hilfe. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.